Hi, bei dem Bienenstand BH Aue, das Grundstück von meinen Eltern, da wird es jetzt richtig spannend. Ich mache erstmal hier das Reguläre und danach zeige ich euch das Bienenvolk, wo ich ein Video schon gemacht habe mit der Vereinigung. Und da fand ich ganz toll, dass einer das kommentiert hat mit der Frage, ob das denn gut geht. Weil ich habe ja tatsächlich zwei Völker, nee, es waren eigentlich sogar drei, zusammengewürfelt, dass die den Winter überleben. Und heute gucke ich mir 4 Wochen später das Ergebnis an. Bei dem hier geht es erstmal nichts zu tun, gehört jetzt nicht zu den stärksten Völkern, aber fit sind die auf jeden Fall und überleben auch den Winter. Und jetzt kommen wir zu dem Volk, wo ich ja vereinigt habe. Das ist das hier. Und voilà, auch ich bin gespannt aufs Ergebnis. Von Milben her waren da unten jetzt nicht so viele. Das war absolut im Rahmen. Und ob die den Winter schaffen, werden wir jetzt gleich sehen. Ja, also man sieht hier bei dem Volk, so wirklich gut gehen tut es denen noch nicht. Nervös sind sie auch. Rauche ich nur kurz rein. Fegen wir die Leichen aus. Und die sitzen sehr locker, fällt mir gleich auf. Möglicherweise ist die Mindestbienenmenge bereits unterschritten. Aber von nur dem Seitenblick kann ich das noch nicht beurteilen. Deswegen ist jetzt bei dem Volk angebracht, in der Tat die Segmente aufzubrechen und genauer zu gucken. Das ist genau der Fall, den ich vorhin meinte. Wenn die Hinterklappe aufgemacht wird und alles ist okay, gleich wieder zumachen, lass die Bienen Biene sein. Bei einer Anomalie müssen wir halt richtig reingucken. Ich habe hier eine Anomalie festgestellt, deswegen öffnen wir und gucken mal ganz genau. Okay, ich sehe hier oben ein paar vereinzelte Bienen und hier unten sieht es echt nicht gut aus. Man muss natürlich sagen, hätte ich die Bienen nicht vereinigt vor ein paar Wochen, dann hätten die gar nicht erst überlebt. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, mal schnell zu schauen, ob die innen drin fit sind und wie es denn da tatsächlich aussieht. Brut haben sie wieder. Varroa-Probleme erkenne ich auch bereits. Königin ist drin. Bienenmasse ist unterschritten. Dieses Bienenvolk muss vereinigt werden. Die werden den Winter sonst nicht überleben. Und auch hier ist an der Stelle das nicht schlimm, weil ich habe es ja jetzt rechtzeitig erkannt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier jetzt gleich losrennen muss, weil die Bienen leben ja noch und die werden jetzt auch mir nicht die nächsten Tage absterben. Aber dieses Bienenvolk hat jetzt in der Sekunde bis zum Frühling eine Überlebenschance von, ich würde jetzt auf, ja, 30% Überlebenschance einstufen. Das ist viel zu wenig. Das riskiere ich auch noch nicht mal. Dieses Bienenvolk wird vereinigt. Jetzt geht es halt nur noch darum, wohin vereinigen. Und ich habe jetzt noch 2 Bienenstände vor mir und nächste Woche die ganzen vermieteten Homehive-Bienenvölker. Und da wird mit Sicherheit irgendwo dann nochmal eins dabei sein, wo eine ähnliche Bienenmasse wie dieses Volk hat. Und dann werde ich hier nicht mehr zögern. Die Königin wird rausgeschmissen. Dann lasse ich die einen Tag lang stehen, bis sie weißellos sind. Und am nächsten Tag nehme ich die Bienenmasse und vereinige sie auf ein anderes Bienenvolk. Da kann ich dann ja wieder ein YouTube-Video machen. Ich mache die Klammer quer, dass ich es nicht vergesse, dass dieses Bienenvolk hier in ganz hoher Gefahr ist, wenn ich die so alleine lasse. Und ja, wir werden das schon schaffen, dass das Volk noch überlebt. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt ein zweites Gegenstück, ein nächstes Bienenvolk, wo eine ähnliche Bienenmasse hat oder noch kleiner. Dann verbinde ich die und dann habe ich wieder ein gutes Bienenvolk.